In diesem Video schauen wir uns den CPU-Köhler Alpenföhn Brocken 3 von EKL an. Als CPU kommt ein AMD Ryzen 3900X mit 105 Watt TDP zum Einsatz. Die mitgelieferte Backplate des Mainboards kann für die Montage des Brocken 3 nicht benutzt werden. Zu diesem Zweck liegt dem Brocken 3 das Rock Mount 2 Montagesystem bei. Ihr könnt hier in meinem Mainboard den oberen Teil davon sehen. Dieser lässt sich einfach am Mainboard anbringen. Etwas kniffliger ist dann die Montage des Kühlkörpers selbst, aber auch das ist zu schaffen. Wir sehen hier zwei Schrauben, die müssen wir im Blindflug so ein bisschen treffen, zumindest die eine. Denn da haben wir dann keine Sicht mehr, wenn wir das Ding draufsetzen. Auch wenn jetzt das Mainboard nicht bereits eingebaut wäre, wäre die Sicht versperrt, einfach durch die Kühlkörper des Mainboards in meinem Fall. Den Schraubenzieher, den ich hier benutze, der war der Packung beigelegt. Das ist recht praktisch, denn man muss jetzt da die zweite Schraube befestigen, indem man den Schraubendreher durch das Loch in den Kühlrippen steckt und dann die Schraube festzieht. Bei dem Brocken 3 ist kein Wärmeleitpad angebracht oder die Paste schon vorher aufgetragen, wie das ja bei manchen Kühlern der Fall ist. In dem Fall ist einfach Wärmeleitpaste beigelegt. Hat man den Kühlkörper montiert, muss noch der Lüfter aufgesetzt werden. Der Lüfter hat die Besonderheit, dass diese Streben an der Seite, die dann den Lüfter am Kühlkörper befestigen, mit solchen Gumminupsis am Lüfter selbst angebracht sind. Das heißt, es kann keine oder nur eine sehr geringe Vibrationsübertragung stattfinden. Und das ist auch notwendig, denn wenn ich mal mit meiner Hand den Plastiklüfter oder den Rahmen des Lüfters anfasse, merke ich doch ziemlich starke Vibrationen. Die werden aber zum Glück nicht auf den restlichen Kühlkörper übertragen. So viel zur Montage, kommen wir jetzt zur Performance. Der Kühler ist für 220 Watt TDP ausgelegt, das heißt für meinen 105 Watt TDP CPU, ja, das ist für den Kinderspiel. Also der wird nie an seine Maximalgrenze kommen, die CPU. Das ist also nicht unser Thema jetzt, denn kühlen kann der, das ist ja nicht die Frage. Aber wie ist denn die Lautstärke? Dabei ist interessant, dass der eine minimale Laufzahl von 400 RPM hat und eine maximale von etwas über 1000. Das heißt, die Spanne, in der sich bewegt, ist nicht gerade groß. In meinem MSI Tracking Center habe ich mal versucht, den abzuschalten, also auf 0% oder 1% zu regeln. Der wird aber immer bei seinen 400 und etwas RPM laufen. Also das Minimale, was ich rausbekommen habe, waren die 470 RPM, was ja nah an den 400 minimal ist. Warum der jetzt 470 läuft, das kann ich nicht genau sagen. Das spielt aber auch überhaupt keine Rolle, denn in dem Drehzahlbereich ist er unhörbar. Ich muss natürlich jetzt noch dazu sagen, ich habe ein schallgedämmtes Gehäuse, aber selbst wenn ich die Tür aufmache, muss ich schon mein Ohr direkt nebendran halten, damit ich ein Laufgeräusch wahrnehmen kann. Also ich denke mal, selbst in nicht schallgedämmtem Gehäuse ist er nicht wahrnehmbar. Die riesige Masse des Kühlkörpers hat aber noch einen anderen Vorteil. Und die kommt aber nur zum Tragen, wenn ihr manuell eure Lüftersteuerung verändert im Mainboard. Nehmen wir mal an, die CPU geht kurz mal auf 100% und die Temperatur der CPU erhöht sich entsprechend. Bei diesem massigen Kühlkörper braucht es eine Weile, bis über die Heatpipes die Hitze auch an den Lamellen angekommen ist. Der große Kühlkörper wirkt also wie so ein kleiner Puffer, bevor wirklich die Luft die Wärme übernehmen kann. Würde man jetzt die Lüfterdrehzahl sofort anpassen und hochdrehen, weil die CPU mal kurz warm geworden ist, hätte das so gut wie keinen Effekt. Denn die Luft ist noch gar nicht in der Lage, die Hitze abzutransportieren, weil die so schnell noch gar nicht die vielen Lamellen erwärmt hat. Der wirkt also wie ein kleiner Puffer. In der Praxis hieß das bei mir, der Lüfter muss erst bei 70 Grad überhaupt mal seine Drehzahl von seinen 470, was er bei mir hatte, auf eine höhere Drehzahl erhöhen. In dem Bereich darunter reichen die 470 RPM völlig aus für die Kühlung. Das verhindert auch, dass es eine ständige Anpassung der Drehzahl gibt und euer Gehör damit genervt wird, sondern wir bleiben einfach konstant im niedrigen Drehzahlbereich und der bleibt damit unhörbar. Das heißt, wenn ich jetzt hier den 3900X habe, höre ich beim Arbeiten, beim normalen Arbeiten, was ich so im Office habe, also Word, PowerPoint, die normalen Sachen, die man halt macht, im Browser surfen, quasi gar nichts. Selbst wenn ich mein Schnittprogramm Camtasia aufmache und darin arbeite, wird die Drehzahl nicht hochgeregelt. Das heißt, ihr müsst ein bisschen rumspielen mit den Kurven in eurem Mainboard, wann der welche Leistung bringen soll. So, was ist jetzt das Fazit dieses Tests? Viel getestet habe ich ja nicht. Man kann beim Lüfter aber auch jetzt nicht wirklich allzu viel testen. Ich kann keine Soundmessung machen, weil ich dazu kein Equipment habe. Ich kann aber meine Ohren benutzen und ja, die sagen mir gar nichts, denn das Ding ist einfach nicht zu hören im normalen Betrieb.
Wenn der jetzt hochdreht auf seine maximalen 1000 RPM, ist der selbstverständlich zu hören. Ein detaillierteres Video in einem Vergleich zwischen dem Wraith Prism, also dem mitgelieferten AMD Boxkühler, und dem Brocken 3 habe ich mal gemacht. Da könnt ihr zwar die Lautstärke nicht unterscheiden, aber das Laufgeräusch könnt ihr da sehr gut hören. Da habe ich mal ein paar Beispielaufnahmen drin. Schaut dazu einfach mal in die Infokarte. Das Lüftergeräusch, selbst bei voller Drehzahl, ist noch einigermaßen angenehm und zu ertragen. Natürlich ist klar, wenn ich eine Anwendung laufen habe, die dauerhaft 100% die CPU auslastet, dann werde ich ein Lüftergeräusch haben, das ist keine Frage. Aber bei dem ist das absolut im Rahmen. Von mir gibt es also definitiv eine Kaufempfehlung. Vor allem dann, wenn ihr einen absolut fast unhörbaren luftgekühlten PC zusammenbauen wollt, solltet ihr einen Blick auf den Alpenföhn Brocken 3 werfen. Über meinen neuen PC habe ich noch ein paar andere Videos gemacht, die verlinke ich euch jetzt im Abspann.